Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Ich glaube, dass man viel, viel mehr machen kann. Insbesondere muss man seinen Herrschaftsanspruch aufgeben und man muss anfangen, mit Leuten zu reden und zuhören lernen. Und dann werden sich viele Dinge schon ergeben. Ich glaube, dass grundsätzlich die meisten Menschen Interesse an Kultur haben, aber die Institutionen sich nicht bemühen, das Interesse da abzufragen, wo der Wissensstand des Publikums ist. Wir müssen uns als Ort in der Gesellschaft verstehen, aber was dann Gesellschaft ist, muss Gesellschaft bestimmen, nicht wir. Und wir müssen sehen, wie wir über Digitales, aber auch über das Haptische, über unsere Objekte Interesse erzeugen, dass es überhaupt zu einem Gespräch, zu einem Dialog kommt. So würde ich das sehen. Ich würde nicht Digitales als einen Zweck in sich selbst betrachten, sondern zum Anmachen und zum Entwickeln, vielleicht auch zum gemeinsamen Entwickeln. Wir müssen, wie jedes andere Institut, bestimmte Kriterien anlegen, wen wir als Ehrenamtlichen dabei haben wollen. Ich glaube, es geht hier eher darum, Gemeinschaften einzubinden, die bestimmte Interessen in der Gesellschaft vertreten und mit denen in Dialog zu kommen. Das ist nochmal was ganz anderes als ein Ehrenamtlicher. Bei Ehrenamtlichen müssen wir aus verschiedensten Gründen genau uns überlegen, wen wir da reinholen.